Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Submerged. Und wir haben am letzten Mal den Turm hier erkundet und haben neue Sachen. Ich wollte mal eben die Ausrufezeichen wegmachen. Ach, guck mal, die Stile haben wir alle bis auf eins noch. Ja, die Zöpfe wollten wir mal ausprobiert haben, ne? Weil ich das gerade sehe. Huch. Oh Gott, das sieht nicht so schön. Also, ich finde es nicht schön. Ich fand das Klassische, glaube ich, immer noch am besten. Ja. Wir haben was auf der Karte angezeigt bekommen. Ach, guck mal an. Dann haben wir das hier auch. Das Buch, Upgrade und noch ein Relikt. Und unten links haben wir auch noch ein Relikt. Da müssen wir auch noch hin. Die Sachen würde ich auch noch gerne machen. So. Schwupps. Alles wieder nach unten. Marsch, marsch. Ah ja. Ich war ein bisschen verwirrt. Ich dachte, das wäre der Fahrstuhl gewesen. Wo ist der Knopf? Das ist ja hier. Ja, letztes Mal war alles erkundet. Wir sind quasi auf dem Weg zum Finale, kann man sagen. Wir haben nur noch einen Ort, den wir noch befreien müssen. So, ich mache jetzt erstmal das Buch. Also ein Ort, oben am Kompass sieht man ein grüner Samen, den müssen wir noch machen. Und dann sind wir, glaube ich, durch. Ich würde aber trotzdem einmal die ganzen Dings hier mitnehmen. Uah, ruckel, ruckel. Hier docken wir an. Oder? Ah, nee. Erstmal Tor aufmachen. So. Dann lassen wir ihm mal das Buch wiederholen. Oh, wie cool. So. Schwupps. Den Stein brauchen wir mit Sicherheit. Deswegen nehme ich ihn direkt mal mit. Ja, anscheinend aber nicht hier lang. Sondern eher hier lang. Mit dem Steinchen geht's nach oben. Den wir wo einsetzen? Da müssen wir ihn einsetzen. Ich habe das Buch auch noch nicht entdeckt, muss ich sagen. Wird da oben wird es, glaube ich, sein. So, dann holen wir gleich noch das Upgrade, die zwei Relikte. Und nach oben. Jui! Ja, sehr schön, da haben wir es. Vielleicht kriegen wir ja mal eine Geschichte zusammen oder so. So weird. Fast. 44 von 56 Tagebüchern. Okay. Gibt es hier eine Abkürzung? Da. Wusste ich doch. Hallo? So. Alter Schwede. Hui. So, da wären wir schon wieder unten. Und schon wieder im Blütchen. So, dann gehen wir mal das Relikt holen. Planetenperiode, wollte ich gerade sagen. Nennt man das so? Ich weiß es gar nicht. Periode. So, dann haben wir jetzt hier noch ein Upgrade. Ich weiß nicht, ob hier noch was ist. Ich würde das Upgrade jetzt erstmal hier unten rechts holen. Hier. Das machen wir jetzt erstmal. Weil durch das Upgrade werden wir ja auch immer schneller. Haben wir ja so ein Turbo. Hui. Hui. Hui.
Da ist es schon. Das sammelt man ja nur ein. 16 von 26, also noch 10 Stück brauchen wir. Dann haben wir alles. So, heißt also, ich würde einmal hier oben, beziehungsweise lass uns mal hier unten hinspringen, um das Relikt zu holen. Hier. Das ist ja nicht allzu weit weg. Ich muss erstmal hier raus. So. Das war auch sehr cool hier mit der Kirche. Das war sehr, sehr geil. So, nochmal die alten Orte so ein bisschen nochmal besuchen, ist auch schön. So, mal gucken, ob wir jetzt irgendwie da hinkommen. Da geht's nicht raus. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie den Ausgang finden. Da geht's raus. Irgendwo hier ist auch das Relikt. Ist es hier drin? Nee. Da ist es. Sehr schön. Oh, Globus. Na, guck mal einer an. So. 15 von 20 Reliken. Okay, so, dann denke ich mal, dass wir unten... Vielleicht ist da noch was, ich weiß nicht. Können wir nochmal eben hinschippern. Das müsste welche Richtung sein? Ist das die Richtung? Na, so Süden war das. Schauen wir mal. Ab in den Süden. Ob da noch was ist, weiß ich nicht. Wir schauen mal. Ja, hier ist noch was. Upgrade. Brauchen wir noch 9 Stück. Das war's dann, glaube ich, auch hier. Ich glaube, mehr ist hier auch nicht. Obwohl, das noch ein den Aussichtspunkt haben wir, ne? Den haben wir, okay. Dann wird hier unten, glaube ich, auch nichts mehr sein. Ich würde hier oben einmal gucken fahren. So. Wo war denn hier der Ausgang? Ach, das ist das E-Werk, ne? Ich glaube, das war das E-Werk. Jetzt muss ich mal den Ausgang finden. Da hinten links ging es weiter. Da müsste hier rechts der Ausgang sein. Ja, da müssen wir andersrum fahren. Andersrum schippern. Das fand ich auch sehr schön, dass man zwischendurch nochmal ins Boot musste hier. Bei dem E-Werk. Das war auch ganz cool gemacht. So. Nee, setz dich wieder. Auch eine schöne Animation. Hä, was hat der Reifen denn da? Ich geh mal wegschubsen. Ich, keine Ahnung, was er hat. Okay, er hat sich wieder beruhigt. So. Jetzt müssen wir einmal rechts und dann da oben irgendwo die Richtung. Schauen wir mal. Müsste... Ja, hier so rechts liegend auch sein. Ob da noch irgendwas ist, müssen wir mal gucken. Dann düsen wir mal. Die Brücke könnte ich mir vorstellen, dass auch noch... Ja, habe ich mir schon gedacht. Die ist ja nicht umsonst da. So episch am Stehen. Eine ehemalige Brücke. Der zerstörte Pass. Hm. 6 von 10. Fehlen uns noch 4. Wo die wohl sein mögen. Jo, da könnte hier noch was sein. Warte mal, ich guck mal eben mit dem Fernrohr. Aha. Da ist noch was. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Also doch. Wo war das jetzt gewesen?
Ah, einmal nach links drehen. Da die Richtung. Okay. Gut. Dann sammeln wir das mal ein. Ich denke, unten links der Kreis mit dem Bootsupgrade, der wird wahrscheinlich komplett voll werden, wenn man alles hat. Gehe ich mal ganz stark von aus. So. Dann machen wir mal den Aussichtspunkt. So. Und schauen mal. Von 10. Sehr, sehr schön. So, zwei Elemente der Karte hinzugefügt. Huch, okay, sag bloß. Ja, da bin ich mal gespannt, welche das sind. Erstmal steigen wir ins Bötchen. Okay, ich sehe ein Buch und ein Upgrade, tatsächlich. Jo, hier, direkt in der Nähe. Dann machen wir das doch mal. Erstmal das Upgrade. Was da ist. Okay, sehr schön. Und das Buch holen wir direkt auch. Much better. Weiß noch nicht, wo wir anlegen. Wahrscheinlich innen, oder? Ah, hier. So, dann lassen wir ihn mal wieder das Büchlein holen. Die Geschichte quasi, das Tagebuch. So. Alle hopp. Nein, du sollst nicht dahinter gehen, geh da hoch. Kamera ist so komisch nah gewesen. Links ist, glaube ich, die Abkürzung zurück. Hallo. Und da sind wir schon. Sehr nice. Kriegen wir eine Geschichte zusammen? Ja. 45 von 56. Manche wollten davor warnen, die Masse zu entzürnen. Wir waren verblendet von unseren Habgier und zu unseren Schaden stießen wir sie aus. Hm. Nicht so schön. So, dann haben wir das auch. Sehr schön. Dann einmal hier. Einmal die Karte öffnen. Das heißt also, ich würde nochmal einmal nach oben düsen. Müsste die Richtung sein, Richtung Norden. Richtung Brücke nochmal. Schauen wir mal, ob da noch was ist. Was wir da noch finden könnten. Müsste eher genau die Richtung und dann ein bisschen links gleich. Weil da könnte ich mir vorstellen, dass da auch noch was ist. So, ein bisschen auftanken lassen unser Nitro. Waren wir da schon? Da waren wir schon, das war das Buch, ne? Genau. Da ist noch was. Aha, hab's doch gewusst. Noch ein Bootsupgrade, glaube ich, oder? Nein, ein Relikt. Hui. Da fehlen uns, glaube ich, auch nicht mehr viele. Tada! Oh, ein Spielzeugroboter. Ein sehr großer. 16 von 20, okay, ja, sehr schön. So, dann mal diese Richtung.
Irgendwas zu entdecken hier? Nein. Was ist das da? Delfine? Ah, nee. Kreaturen. Juhu. Sehr schön. Dann haben wir aber hier oben die Ecke auch soweit erstmal abgefrühstückt. Jetzt müssen wir sowieso erstmal Richtung Ziellinie. Oh, Sprit ist schon wieder alle. Da wird es auf jeden Fall jede Menge noch geben. Da ist, glaube ich, ist das ein Aussichtspunkt oder haben wir das schon? Das haben wir schon, okay. Das waren nur Fische. Da ist unser letztes Gebiet hier. Und da das unser letztes Gebiet ist, würde ich einmal, wie gesagt, gucken wollen, dass wir hier irgendwas übersehen. Ja, oben links sind wir jetzt. Da ist die Achterbahn. Hier waren wir schon mal. Aber hier wird es auf jeden Fall noch einiges zu entdecken geben. Da haben wir noch ein Buch, da haben wir noch einen Aussichtspunkt. Sehr schön. Weiß nicht, ist das der letzte Aussichtspunkt? Ich bin mir nicht sicher. Würde ich, glaube ich, auch als erstes machen wollen. Da ist noch ein Relikt. Und da ist noch ein Boot-Upgrade, oder? Na. Jawohl. Sehr nice. Aber die Ecke hier oben auch. Hier wird auch noch was sein. Denke ich mir. Warte, wo war denn das jetzt? Ja, da oben in der Ecke. So, dann hole ich das mal. Da ist auch noch was. Eine alte Kuppel oder so. Von 20. Sehr schön. Dann haben wir das noch. Ein Observatorium ist es. Das Auge der Nacht. Mach ich Auge. Muss noch was zu entdecken hier? Okay. Warte mal eben. Dann könnte ich ja theoretischerweise einfach mal in die Richtung fahren. Und wir gucken mal, ob wir da was finden. Ob da noch irgendwas zu entdecken ist hier so in dem Bereich. Oh, die Sonne geht auf. Sehr schön. Das wird also unser letztes Gebiet werden. Da ist noch was. Aha. Aha. Nehmen wir das doch mit. Da könnte noch was sein. Bisschen mehr so links rein. Bin mir nicht sicher. Ja. Okay. Noch ein Relikt.
Fehlen ja nicht mehr viel. Ich glaube, eins oder zwei noch. Trompete? Zwei Relikte noch. Ja, wo könnten die sein? Die haben wir noch nicht aufgedeckt. Was, Sacker? Aber wir haben ja den Aussichtspunkt. Mit dem decken wir ja Sachen auf. Vielleicht finden wir dann das Relikt. Wir schauen mal. Muss nur eben anlegen. Ich würde sagen, den Aussichtspunkt entdecken wir in einer nächsten Folge. Und dann, vielleicht sehen wir uns dann schon im Finale wieder. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei Submerged. Bis dahin, macht's gut, euer Flexi. Tschüssi.